So, hallo und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Es ist kein Donnerstag, aber trotzdem das brandneue und aktuelle Lego Star Wars Magazin Nummer 98. Ja, kurios. Warum? Es kam ja, glaube ich, heute raus oder kommt Dienstag raus. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich war gerade bei Edeka, ein bisschen was einkaufen. Und bei Edeka ist so eine Mittelwand, 6 Meter lang. Ihr kennt ja die Höhen, sind die Zeitschriften drin. Der Verteiler, so nenne ich den mal, der überall vorbeifährt und Magazine verteilt, ist der Verteiler. War angeblich heute Morgen da gewesen, sagte sie mir, und hat das mit beigelegt. Okay, habe ich es mir genommen. Jetzt ist es ja so, die Verteiler, die nehmen ja auch meistens alte Zeitschriften mit. Bei Trinkern und so ist es so. Aber bei den Geschäften lassen sie drinnen. So, dann habe ich das natürlich weggenommen. Waren 4, 5 Stück davon und dahinter waren andere Star Wars Magazine. Konnte ich nicht widerstehen. Habe ich natürlich mitgenommen. Sie sind noch da. Wenn ihr richtig guckt, das Lego Star Wars Magazin Nummer 97. Richtig coole Minifiguren. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Einmal nicht eingepackt. Habe ich denen das an der Kasse gezeigt, weil überall ist ja diese Verpackung und ein Booster drin. Habe ich dieses 1 Euro billiger gekriegt. Also, falls ihr noch das 97er Magazin haben wollt, guckt nicht an den Trinkhallen, geht in die großen Geschäfte wie Edeka, Rewe, Kaufland, Lidl, Penny, ist ganz egal wer, die müssen die meisten noch haben, die räumen die nicht weg. Richtig krass. Hab die Minifigur jetzt noch 4-mal. Mega. Wollte ich nur gesagt haben, falls ein oder der andere noch Interesse dazu hat. Aber jetzt geht es natürlich um das brandneue und aktuelle Lego Star Wars Magazin Nummer 98 für 5 Euro. Mit einer limitierten Karte für alle Star Wars Booster-Freunden-Sammler. C3PO, die LE27. Cool. Und dazu natürlich das Mini-Polypack mit dem ATTE. Und ja, das ist mal wieder ein, ja, Raumleiter ist es ja nicht, ein Gefährt der Star Wars Serie, den es in diese Form, in diese kleine Form, noch nie gegeben hat. 62 Teile, limitierte Karte, 5 Euro ist natürlich der Hammer. So gesehen, weil den hat keiner original. Nachgebaut vielleicht sonst was, aber es ist das allererste Mal, wo es eben den Lego Star Wars ATTE gibt. Mega cool, wer die kleinen Dioramen mag, passt dazu. Kommen wir gleich zu. Jetzt blättern wir natürlich erstmal das neue Lego Star Wars Magazin drin rum. Es ist die 98, das heißt 99, vielleicht wieder eine Figur. 100, möchte ich jetzt nicht zu sagen. Müsste dann wieder keine Figur sein, müsste dann wieder irgendein Objekt sein. Aber lassen wir uns überraschen. Cool. Und wie gesagt, das vorherige Magazin, schaut man nach, in Lebensmittelgeschäfte, da wird es meistens selten zurückgenommen. Aber ihr seht schon, bunt, kitschig, quälig. Und dann ein Poster, 2 Seiten. Okay. Jawohl. Boba Fett. Dann geht es natürlich weiter. Bestellen. Kreuzworträtsel. Rätselspaß. Rätsel, dann die Bauanleitung. Eine Seite. 2 Seiten, geht also ziemlich schnell. Werde ich entnehmen. Kann man ja immer mal verwenden. So, dann natürlich die Comicbeilage weiter. Ihr seht es. Hier ist er natürlich in groß. Und nächste Mal.
Warum habe ich gemacht zu den Imperans Sturmtrupper? Der ein oder andere weiß es jetzt, was das für eine Figur ist. Schaut euch mal den Kopf an. Mehr sage ich nicht. Muss man den wirklich noch haben? Aber nichtsdestotrotz, er ist nächste Mal dabei in die Ausgabe 99. Mal gucken, was 100 bringt. Aber jetzt bauen wir natürlich erstmal den ATTE zusammen. Ich baue natürlich jetzt ohne Unterbrechung, weil einmal muss man ihn ja fertig haben. Aber es ist ein cooles Tütchen. Obwohl es aus Papier ist, aufmachen. Teile ausschütten und man kann es hinterher wieder einpacken. Alles raus. Hinterher wieder reinpacken und zukleben. Cooles Tütchen. So, jetzt kommen wir ganz schnell. Versuche ich das jetzt vor die Kamera. Ein Dreier. Zack. Zwei von diesen. Einmal. Nebenbei. Diese noch einklemmen. Dann ein roter hier drauf. Zwei schwarzen. Ja, ich versuche mich jetzt zu beeilen. Ihr seht es selber. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir in die Kommentare, wie ihr den findet, was ihr davon haltet. Habt ihr euch den schon geholt? Oder wollt ihr euch den jetzt auf jeden Fall holen? Und wie gesagt, als einmal sollte man den vielleicht haben, obwohl ich nicht so der Fan bin von diesen kleinen. Ich habe zwar sehr viel davon, ihr wisst es selber, durch Wundertüten, durch... Ich könnte wirklich ein ganzes Imperium nachbauen, aber der ein oder andere von euch, der mag diese Größe eben, weil man daraus was Schönes in Landschaft bauen kann. Es ist so. Ist natürlich bei den größeren schwerer für diesen Preis-Leistung sowas zu bauen. So, jetzt habe ich einmal, zweimal, ups, dreimal, viermal, ihr seht es. So, dann kommt eine rote, zack, eine Gitter. Also, da ist es. Zwei davon als Kanonen. Einmal. Zweimal. So, den da hinten runter. Dann kommt ein Einer in Grau in die... Nein, erstmal... Diesen da dran, dann wieder die zwei Kanonen, die kommen diesmal so nach oben hin, einmal, zweimal, dann kommt das Ganze hier hinten, so montiert, okay, der nächste einer da drüber. Eben mal gucken, nein, stimmt nicht. War klar, weil die das nicht passt. So. In zwei davon, da ist er. Die nächsten Waffen anbringen. Seht ihr? Sieht schon urig aus. Die Waffen sind natürlich alle schön dabei. Bin schon auf der anderen Seite. Jetzt mal hingucken. Dieses Teil. Der Transparente kommt jetzt da drauf. Der einer Transparente. So, und dieser in das oberste. Dann kommt das Ganze fast überall. Ach, da kommt noch der graue Einer hin. Okay, ja. So. Und dann das Ganze. Dann seht ihr schon, das Vorderteil sieht wirklich so aus wie bei den großen. So, jetzt kommt... Bin gleich soweit.
Einmal, ich habe echt gedacht, es würde schneller gehen. Zack. Zack. Zack, das ist dann die. Oh, die. Ihr seht, die Kanone. Ups, lässt sich sogar drehen. Passt also. So, jetzt kommen die vier Füße zusammengebaut. Muss man eben so, und dann kommen die Klammern. Das Ganze viermal. Ja. Erst den. Nein, den. Den dreimal. Ihr seht, die Zahlen werden immer weniger. Aber auch hier zählt, ich werde natürlich irgendwas von Lego Star Wars unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und vielleicht wahrscheinlich alles, irgendwas, was günstiger geworden ist. Und wenn es eins von den neuen Sets ist. So, jetzt mal eben schauen. Aha, okay, die kommen jetzt dort dran. So, die ersten vier Füße. Er steht. Er steht. Nur noch richtig ausrichten. So, das Ganze dann nochmal zwei Füße an der Seite. Da haben wir diesen hier. Einmal. Und ihr seht, es bleibt wirklich kein Teil über, extra oder sonst was. Alle 62 Teile verbaut. Also, sechs Füße, richtig krass. Er steht auf jeden Fall, sieht identisch aus. Jetzt müsste einer noch das größere Teil dazu packen, dass er so genommen wird. Ihr wisst, was ich meine. Aber nichtsdestotrotz. Was haltet ihr von das brandneue und aktuelle Lego Star Wars Magazin Nummer 98? Ich verlinke euch irgendwas unter das Video. Und jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Für den Daumen, wisst ihr ja, freue ich mich immer wieder. Aber das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.